Endlich ist es soweit. Hier ist am laufenden Band. Und hier ist Ihr Gastgeber. Begrüßen Sie Jörg Pilawa. Guten Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Am laufenden Band. Reloaded, meine Damen und Herren. Was jetzt kommt. Wenn was ist, ich bin hier. Jörg. Ich freue mich so sehr, denn... Sehr gerne. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes extrem tierisch weiter, denn wir haben von der Côte d'Azur etwas einfliegen lassen, was uns jetzt alle abdrehen lässt und staunen lässt. Ja, schauen Sie doch mal, hier kommt nämlich Marc mit seinen drei Papageien. Bicycle, bicycle, bicycle. So, danke vielmals, meine Damen und Herren. Der erste fahrradfahrende Papagei wurde 1953 in Amerika gezeigt. Aber ich zeige Ihnen etwas ein bisschen Spezielleres, etwas ganz Neues. Einen skifahrenden Papagei. Und dafür benötige ich hier Luna. Luna ist 9 Jahre alt. Das ist ein Hyazinth-Ara. Das ist eigentlich die größte Papageienart, die existiert. Und die kann man kaum anfassen. Also die sind sehr scheu normalerweise. Also das hier ist Luna und sie wird also jetzt Skifahren. Also das Skifahren, das geht ja so. Das Wichtigste ist das Drehen mit den Skien. Das musst du Norddeutschland ganz genau erklären. Das ist ja, die dürfen sich ja nicht kreuzen. Dann geht es mit dem Skilift drauf. Oben wird wieder gedreht. Und dann geht es wieder runter. Jawohl. Wir machen das nochmal. So, anstehen am Skilift. Einhängen, rauffahren und es geht wieder runter. Sehen Sie, das Drehen ist eben ganz speziell, dass der da die Ski nicht kreuzt. So, das war Luna, Jacinta. Ganz ohne Ski fährst du. So, der nächste Papagei, den ich Ihnen zeige, heißt Smudge. Er ist 21 Jahre alt und ist ein großer Star, denn er ist auch im Guinness-Buch der Rekorde. Also, wir setzen ihn zuerst hier drauf. Hallo. Strecken Sie die Arme Hallo. Vielleicht ein bisschen mehr aus. Ja, Smudge. Smudge, wie heißt sie? Kommst du zu mir? Ja, Smudge, wie ist sie? Smudge. Hallo, Smudge. Ich muss Ihnen also ehrlich gestehen, wir haben es also nicht viel gemacht. Wir haben gestern Abend einmal kurz die ganze Sache durchgespielt. Ja, und der Papagei muss also gleich kapieren. Guck mal. So, und jetzt über das Seil. Smudge. Oh. Ja, mein Süßer. Gut. Bis gestern hatte ich wirklich eine Vogelfugel. Ja. So. Sehr gut. Smudge. Sehr gut. Sauber. Gut. Jetzt kommen wir zum Weltrekord. Jetzt kommen wir zum Weltrekord, ja. Ich habe hier also 20 Schlüssel auf einem Schlüsselring. Hallo. Und Smudge löst die also normalerweise oder als Weltrekord in einer Minute ab. Smudge. Also ich weiß jetzt nicht, ob er es heute so schnell schafft. Das haben wir nicht abgesprochen. Was machst du jetzt? Den Trick kenne ich nicht. Her. Nee, mach ruhig weiter. Ich finde das ja... So, jetzt werden wir mal sehen, also, Weltrekord besteht darin, dass er von so einem Schlüsselring, kennen wir ja alle, grauenhaft, bricht man sich immer die Fingernägel ab. Kennen Sie, ne? Wenn man versucht, auf diesem Ring diese Schlüssel runterzubringen. Und da ist er Weltrekordhalter. Sein aktueller Weltrekord ist? Na, 20 Ringe in einer Minute, 59 Sekunden. 20 Ringe in 59 Sekunden. Also 20 Sekunden. Schlüssel, Entschuldigung. Ja, 20 Schlüssel von einem Ring in 59 Sekunden. Gut. Das ist richtig. Und wir machen das jetzt mal und ihr passt gut auf, weil hinterher müsst ihr gegen diesen Papageien antreten. Ja? Da müsst ihr nämlich versuchen, die Schlüssel vom Ring zu kriegen. Die Zeit zu schlagen. Da wir messen jetzt mal die Zeit, die Smudge jetzt braucht, um diese 20 Schlüssel von dem Ring zu bekommen. Die Zeit bekommt ihr hinterher auch und müsst versuchen, auch in der Zeit so viele Schlüssel wie möglich von dem Ring zu bekommen. Okay? Dann würde ich sagen, so, und ich kann euch nur sagen, wenn ihr den Vogel schlagen solltet, kommt ihr ins Guinness-Buch der Rekorde. Also, ich fange an. Gut. Smudge fängt an. Ich würde sagen, die Zeit läuft jetzt. Fädelt also alle Ringe, alle Schlüssel hier in diese Spirale ein. Sehen Sie, am Anfang fällt keiner. Jetzt fängt's an. Los, Smudge.
Gib Gas! Vielleicht neuer Weltrekord. Ja, wäre schön, ja. Komm. Also, als er den Weltrekord aufgestellt hatte, war er 7 Jahre jünger. Ja, das lässt das Alter alles nach, das kenne ich. Was ist Matsch? Go on. So. Sehen Sie, sehen jetzt doch noch ein paar. Der schafft. Ja, ich hoffe. Die letzten Ringe. Einer ein bisschen verklemmt. Jetzt haben wir hier die letzten. Ja, jetzt wird es schwierig. Super, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig, weil er es verklemmt hat. Ja. Dann würde ich Ihnen so gerne helfen, aber... Ja, eben. Alles gut. Haltet euch zurück. Was ist Matsch? Weil einer ist noch nicht aufgefädelt, sehen Sie? Ah. Das ist ja das Hauptproblem, nicht? Jetzt muss er extra nochmal von vorne anfangen mit dem ganzen Ring. So, und wir sind fast fertig und jetzt... Jawohl, Zeitstopp! So. Super Zeit, kein neuer Weltrekord. Smatsch, du bist eine Granate. Ja, Hammervogel. Also, 1 Minute 15 habt ihr Zeit. Ich hab hier... Also, 8 Ringe und 8 Schlüssel. Was hat